Wir freuen uns, Ihnen heute ein Video präsentieren zu dürfen, das Ihnen einen ersten Einblick in das Kampfsystem von Game of Thrones bietet. Unser bald erscheinendes Rollenspiel, das auf der gefeierten HBO-Fernsehserie und der internationalen Bestsellerbuchreihe Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin basiert. Beginnen wir mit einem Blick auf den Kern des Kampfsystems im Spiel, dem Aktiv-Pause-System. Game of Thrones ist ein temporeiches Rollenspiel, in dem alle Kämpfe und die Anwendung von Fähigkeiten und Gegenständen in Echtzeit ablaufen. Der Spieler kann die Zeit verlangsamen, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Er kann Verbündeten Anweisungen erteilen oder einige ihrer Charakterfähigkeiten einsetzen, um den Kampfausgang zu beeinflussen. Ein entscheidender Faktor ist, dass die Zeit nie komplett gestoppt werden kann, wie es in vielen anderen Spielen der Fall ist. So behalten die Kämpfe ihre für Game of Thrones typische Spannung und Intensität. Wie bereits erwähnt, haben beide Hauptspielercharaktere, Morris Westford und Alistair Sarwick, einzigartige individuelle Klassen mit bestimmten eigenen Fähigkeiten. Morris, ein hartgesottener Krieger der Nachtwache, kann als Lehnsritter, als brutaler freier Ritter oder als wilder Magna in die Schlacht ziehen. Alistair, ein roter Priester, kann als Bogenschütze, Söldner oder Wassertänzer kämpfen. Die verschiedenen Klassen bestimmen, welche Waffen und Rüstung Morris und Alistair benutzen können. Ein freier Ritter kann mit schwerfälligen Zweihandwaffen mächtige Angriffe durchführen, während der Lehnsritter am besten mit Schwert und Schild kämpft. Beide Charaktere bieten ein unterschiedliches Spielerlebnis. Alistair ist im Kampf beispielsweise nicht so standhaft wie Morris. In einem Kampf gegen mehrere Gegner wird Alistair den direkten Schlagabtausch eher meiden. Er verfügt über verschiedene Möglichkeiten, Gegner aus der Ferne zu bekämpfen, wohingegen Morris grundsätzlich den Kampf Mann gegen Mann sucht. Wollen Sie vielleicht lieber als wassertanzender Bogenschütze spielen oder als schlagkräftiger, schwergepanzerter Magna? Die Anpassungsoptionen des Spiels für Multiklassen machen solche Charakterkombinationen möglich. Sie können aber auch auf die Multiklassen verzichten und sich ganz auf eine Klasse konzentrieren, um Zugriff auf hochstufige Fähigkeiten zu erlangen. Das ist nur ein Bruchteil der strategischen Möglichkeiten, die Ihnen in Game of Thrones zur Verfügung stehen werden. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wir hoffen, Sie freuen sich darauf, Game of Thrones im Frühling 2012 auf der PlayStation 3, der Xbox 360 oder dem PC zu spielen.